Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute will ich euch klar machen, was Bionik ist. Ich erkläre es jeweils anhand von Beispielen, die in die erstens Konstruktionsbionik, zweitens Strukturbionik und drittens Sensorbionik einzuordnen sind. Zuerst wollen wir uns den Begriff Bionik anschauen. Das Wort setzt sich aus Biologie und Technik zusammen. Es scheint also ganz einfach zu sein. Sehen wir uns die Fachgebiete der Bionik genauer an. Schon immer hatten die Menschen den Wunsch, fliegen zu können. Bereits im 15. Jahrhundert sezierte Leonardo da Vinci Vögel. Er nahm sich die Natur zum Vorbild und entwarf den Schlagflügel, der es ermöglichen sollte, fliegen zu können. Versuche mit einer Vogelflugmaschine scheiterten, da Arm- und Beinkraft des Menschen einfach nicht ausreichen, um... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.